Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 4 der Buvi News. 1:0 hieß es im letzten Heimspiel gegen Hessen Kassel. Siegtorschütze war unsere Nummer 31, Daniel Di Gregorio. Damit blieb auch Trainer Michael Fink im 6. Spiel ungeschlagen. Besonders bemerkenswert für die Blau-Schwarzen waren lediglich 2 Gegentore. Ein Garant für die aktuell starke SVW-Defensive, unser Tormann Markus Scholz. Besser läuft eigentlich, dass Michael im Training die ganzen Abläufe nochmal uns eingeschärft hat und das können wir im Spiel im Moment ganz gut umsetzen und das Ergebnis daraus sind halt die ganzen 0:0-Spiele. Dennoch hat der Sauerländer am Tor des SVW Respekt vor unserem kommenden Gegner Elversberg. Also nominell muss man natürlich sagen, gehört Elversberg zur Creme de la Creme der Liga, was die für einen Kader haben mit Saarbrücken zusammen, eigentlich das Beste, was die Liga zu bieten hat. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wir sind Waldhof Mannheim, wir haben genügend Qualität, um dort zu bestehen. Und wenn wir unsere Defensivqualitäten sowie die letzten Spiele genauso weiterverfolgen, werden wir auch in Elversberg erfolgreich sein und, denke ich, was mitnehmen. 3:0 hieß es im Hinspiel durch Tore von Kevin Konrad und Doppelpacker Hassan Amin. Der 29-jährige Schlussmann erwartet daher auch am Samstag ein brisantes Duell gegen den letztjährigen Meister aus dem Saarland. Ja, ich gehe davon aus, dass sie auf jeden Fall auf Wiedergutmachung brennen. Da das ja die letzten Jahre, seitdem ich hier bin, auf jeden Fall immer ein brisantes Duell ist und in der Regel sich auch um die ersten Plätze abspielt. Und überrennen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber sie werden, denke ich, schon eher offensiv agieren. An den 12. Mai 2017 denkt Innenverteidiger Michael Schulz lieber nicht gerne zurück. Damals zog er sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Wir haben den 24-Jährigen diese Woche bei seinem Aufbautraining in der Sportometria besucht. Generell würde ich mal sagen, es läuft alles nach Plan, alles gut, es geht Schritt für Schritt voran. Ich bin jetzt ja, knapp über 6 Monate nach dem Unfall, 5,5 Monate nach der OP und ich bin sozusagen auf der Zielgeraden, würde ich sagen. Es ist noch einiges zu tun, aber es läuft alles so, wie es laufen muss. Gemeinsam mit Athletiktrainer Dominik Bönisch trainiert Schulz mehrmals die Woche. Und meinen täglichen Ablauf, ja, ich habe jeden Tag Reha, zumindest von Montag bis Freitag. Da bin ich immer einige Stunden eingeplant mit Behandlung, mit Massage, aber vor allem auch mit Training, sei es Krafttraining, Koordinationstraining, jetzt Training auf dem Platz oder eben auch Lauftraining. Schulz verfolgt zudem viele Trainingseinheiten am Eisenweg und ist bei fast allen Heim- und Auswärtsspielen vor Ort, um die Mannschaft zu unterstützen. Ich sag mal so, es ist auf jeden Fall... Es ist auf jeden Fall schwer, die Jungs beim Spielen zu sehen und wenn man weiß, dass man eigentlich gerne dabei wäre. Aber man muss auch sagen, ich habe mich mit der Situation auch relativ schnell abgefunden fürs Erste, beziehungsweise die Situation akzeptiert und ich denke, das ist auch was man machen muss. Wäre natürlich gerne dabei, aber ich weiß auch, dass ich bald wieder dabei sein werde und darauf arbeite ich hin und deswegen kann ich auch die Spiele genießen, bei denen ich nur auf der Tribüne sitze. Am kommenden Mittwoch startet der Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm. Auch in diesem Jahr ist der SV Waldhof Mannheim mit einem Stand präsent. Daten, die ihr euch besser merken solltet, wären der 29. und 30. November sowie der 6. und 7. Dezember. An diesen Tagen sind die Buwe am Stand 117 im Knecht-Ruprecht-Pfad vertreten und schreiben fleißig Autogramme für euch. Gleitet die Mannschaft am Samstag nach Elversberg und sorgt auch im Saarland für Heimspielatmosphäre. Tickets gibt es noch an der Tageskasse in der Ursa Farm Arena. Eine Woche später kommt zum letzten Heimspiel des Jahres der SV Röchling-Völkling ins Karl-Benz-Stadion. Als Dank für die bisherige Unterstützung und der Treue in der Vergangenheit vergibt der SV Waldhof zum Jahresabschluss zahlreiche Freikarten. Unter dem Motto "Ihr seid der 12. Mannheimer" kann jeder auf der Geschäftsstelle am Eisenweg vorbeikommen und sich seine Freikarte sichern.